Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch der Start gegen Patrick Decker Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Der Start gegen Patrick Decker bzw. Patrick Decker Limited Fanbox von Flair. Wir haben hier einen schwarzen Karton, quadratischer Deckel und relativ hoch das Ganze. Auf der Oberseite sehen wir einen Fingerabdruck, der dann zu einem Barcode, zu einem Strichcode verläuft. Ansonsten ist das Ganze in komplettem Schwarz gehalten. Also rundum alles in Schwarz. Und auf der Rückseite ebenfalls in Schwarz. Und hier unten haben wir noch die Credits bzw. einen weiteren Barcode. Okay, dann werden wir den Deckel mal abnehmen und schauen mal, was in dieser doch sehr, sehr großen Box ist. So. Der Deckel von innen ebenfalls schwarz. Okay, der Boxinhalt dann doch etwas ernüchternd, also gerade von der Größe her. Wir haben hier einmal eine Cap, eine Snapback und einmal das Album. Von innen sieht die Box so aus. Das war es auch schon vom Inhalt. Also die Box ist wirklich sehr groß ausgefallen, dafür, dass nur diese beiden Elemente hier drinnen sind. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Der Start gegen Patrick Decker lesen wir hier, wobei das S so ein Paragraphensymbol ist. Und wir sehen hier Flair in einer Einzelzelle, also sieht sehr nach so einer U-Haftzelle aus, in der man immer nur kurz sitzt. Also auf Dauer wird man nicht hier in diesem Loch sitzen. Die sind dann doch etwas komfortabler, diese langfristigen Zellen. Hier ist der Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist und das Besondere, nachdem das ja hier so ein mehr oder weniger Best-of ist, das Album, haben wir hier drei CDs. 1, 2 und 3. CD 1 und CD 2 bilden das Best-of und CD 3 sind Unreleased Tracks. Drei davon neu gemacht, also 1, 2 und 3. Und Nummer 4, 5 und 6 sind ältere Tracks, die aber jetzt erst released wurden. Ja, also alle, die Flair verfolgen, denen sollten CD1 und CD2 zumindest großteils etwas sagen. Von den neuen Tracks, muss ich ehrlich sagen, sind meine Favoriten Track Nummer 3, Air System mit Jalil und Track Nummer 4, Fick Freunde aus dem Jahr 2005. Alles klar. Dann werfe ich mal einen Blick hinein. Also, wir haben hier als erstes das Booklet bzw. ein Poster. Also wir haben hier ein quadratisches Poster. Das kennen wir auch schon vom Cover. Und auf der Rückseite haben wir die Credits. Also einfach um zu wissen, wer hier an den einzelnen Tracks dieses Best-ofs beteiligt war. CD1, CD2, CD3 hier nochmal aufgeschlüsselt. Und hier sehen wir nochmal Flair an seiner kargen Wand sitzen. Also wenn es nicht sogar wieder die Zelle ist, nur etwas dunkler wieder. So, dann haben wir von der Gestaltung her hier einmal Flair in Handschellen, also seine Arme, seine Handgelenke. Hier eine Waage, also Symbol für die Gerechtigkeit, die Justitia. Der Start gegen Patrick Decker, CD 1. Das Ganze, jetzt müssen wir die CD auch noch rausbekommen. Sieht dann so aus. Schwarz und Weiß, Silber und auf der Rückseite oder auf der Hinterseite sehen wir hier einen Gerichtssaal, einen leeren Gerichtssaal. Dann haben wir auf der anderen Seite Flair, ebenfalls wieder so in dieser Schattenoptik. Und hier ist dann CD2 und CD3 zu finden. CD2 ebenfalls in Schwarz und Weiß gestaltet und auch hier wieder der Gerichtssaal, der zieht sich über die ganze Länge durch vom Design. Und dann haben wir noch die CD3 mit den neuen Tracks, ebenfalls in Schwarz und Weiß gehalten und auch hier wieder der Gerichtssaal.
Und dann haben wir als weiteren Boxen halt noch diese Cap, dieses Snapback in schwarz und rot gehalten. Wobei man sagen muss, dass der Schirm so ein bisschen, ja, wäre nicht ob Leder, aber so ein bisschen verstärkt ist. Also es ist kein regulärer so ein Snapback-Schirm so aus Stoff, sondern es ist etwas, ja, Kunststoff, etwas wasserabweisenderes Material. Das Ganze in schwarz-rot gehalten. Dann haben wir hier noch ein Etikett, beziehungsweise einen Anhänger. Also One Size, klar, Black and Red, maskulin.de lesen wir hier. Und dann hier noch maskulin. Also das eben kein Merchandise oder sowas, sondern richtig vom Label von maskulin. Das Ganze dann natürlich Entschuldigung, über diesen Verschluss hier zu öffnen. So, können wir das Ganze wegmachen. Und auch hier haben wir nochmal die Info, maskulin, established 1982, also das Geburtsjahr von Flair. One size fits all, lesen wir hier. Oberstoff, Shell und Surface 85% Polyacryl, genau, und 15% Wolle. 100% Polyurethan. Alles klar. Also, Oberstoff 2, damit wird wohl das hier gemeint sein. Das hier ist dieses Polyurethan. Und Oberstoff, sprich das hier, ist dann eben zusammengesetzt aus 85% Polyacryl und 15% Wolle. Innen sieht das Ganze so aus. Maskulin und das M haben wir hier. Und hinten für die Größenverstellung das Ganze in Rot gehalten. Maskulin, der Schriftzug ebenfalls in Rot. Und dann haben wir hier noch diese Elemente, diese Kreise, diese Vernähungen, ebenfalls in Rot. Genauso wie das Logo auf der Front. Schöne Cap, gefällt mir richtig gut und fühlt sich oder sieht auch hochwertig aus. Ja, das war's schon. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben diese Snapback Cap von maskulin, One Size. Dann haben wir das Album inklusive 3 CDs und dann haben wir hier ein Spezialbooklet bzw. ein Poster doppelseitig bedruckt in quadratischer Form. Das alles in dieser wunderbaren Box. Der Start gegen Patrick Decker von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album bzw. der Box haltet. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.